von Michael Klug. Leipzig, mal sehen, wie lange ihm noch zu scherzen zumute ist. Maximilian Schmidt alias Shiny Flakes verhöhnt auf seinem Instagram-Account die Polizei. In einer am Wochenende veröffentlichten Story posiert er in einer Polizeiuniform, schreibt dazu auf Englisch Me as a Clown, übersetzt, ich als ein Clown. Womöglich nimmt der als Drogenbaron aus dem Kinderzimmer bekannt gewordene Schmidt, der zuletzt in einer Netflix-Doku über seine Taten berichtete, der Polizei ihren neuerlichen Ermittlungserfolg übel. Ihm wird wieder illegaler Handel mit Drogen vorgeworfen, diesmal in den Jahren ab 2019. Seit November liegt eine Anklage vor, in den kommenden Wochen will das Gericht über die Eröffnung eines Verfahrens entscheiden. Aufgrund fehlender Haftgründe ist Schmidt noch auf freiem Fuß, ihm drohen bis zu 10 Jahre Haft.